Wie ihr nehmt, so werdet ihr genommen. Schenkt mir eure Liebe, und ich schenke euch die meine. Borgt mich, und ich borge euch. Von gütiger Güte erster Güte. Und Kälte auf ewig, die Warmen zu trösten. Ihr seid also die, die uns alle retten soll? Alles, was ich sehe, ist eine weitere Last. Wenn ihr Tränke braucht, geht zu Silareta. Sucht ihr nach einem Bett, einer Schmiede oder anderen Dingen, könnt ihr es im Gasthof versuchen. Und was auch immer ihr tut, seht euch vor. Das wurde ja auch Zeit. So, die Retterin kommt zu Kateri. Was wollt ihr? Ihr habt was? Ich muss ihn dort gelassen haben, als ich vor diesen Spinnen geflohen bin. Diese verdammten Viecher waren einfach überall. Wie ich sehe, seid ihr nicht überzeugt. Also hat euch diese Tok-Göre angeheuert, um ein bisschen herumzuschnüffeln. Es war ohnehin nur eine Frage der Zeit, bis ihr herausfindet, was ich mit ihren Eltern gemacht habe. Aber ihr habt es vorher herausgefunden. Durch reines Glück. Also lasst uns eine Vereinbarung treffen, in Ordnung? Sagen wir, eine schwere Geldbörse für euer Schweigen? Karovyn und ich haben vor Jahren an den Toren von Melsenshir gekämpft. Wir sind desertiert, bevor wir unsere zweite Schlacht erleben mussten. Als wir dann hierher kamen, lud sie mich ein, gemeinsam mit ihr, ihrem Gemahl Eimer und ihrer Tochter auf diesem Hof zu leben. Es war ein einfaches Leben und ich dankte den Göttern dafür. Dann entschieden sich Karovyn und Eimer, in den Krieg zurückzukehren und mich mitzunehmen.
Als sie darauf beharrten, nutzte ich die einzige Fähigkeit, die mich der Krieg je gelehrt hatte. Ach, wirklich? Die umherstreifende Heldin wird mich meiner gerechten Strafe zuführen? Das denke ich nicht. Ich habe bereits 2 Morde begangen. Und mit euch sind es dann eben 3. Ein Glück, dass das vorbei ist. Ich kann nicht glauben, dass Kateri sie getötet hat. Meine Mutter und mein Vater waren seit Jahren mit ihm befreundet. Schon bevor ich geboren wurde. Wenn ich mir vorstelle, dass er das alles nur getan hat, um dem Krieg zu entgehen. Ich wusste, dass meine Familie vermutlich tot ist. Aber ich hätte nie gedacht, dass es wegen so etwas geschehen sein könnte. Habt Dank für eure Hilfe. Hier ist eure Belohnung, wie versprochen. Lebt wohl.